Watch the Blue, der Säufer. Watch the Blue, der besoffene Seemann. Was ist denn hier los? Ja, Jungs. Peter. Was ist hier los? Ihr wisst ja was. Was denn? Es hat ein Engländer angerufen. Ja. Stolzer Engländer. Ja. Der wollte ein Ersatzteil haben. Ja. Ein Rennbus. Weißt du, was das ist? Das ist die Maske vorne. Welche Maske? Ah, der Maske? Schöne Karo bei den, Borgfahrt. Ein Borgfahrt? Ich dachte, der hatte ein LKW oder was war das? Nein, PKW! Ein Coupé! Ja. Ja, dann sagte er, ja, ich soll das hinschicken. Sagst du, nein, wir überlegen uns was. Da habe ich die Telefonnummer genommen. Wie, was überlegst du dir? Mit das da hinzuschicken, das geht doch kaputt. Sollen wir uns mal etwas Spaß machen? Wollen wir nicht was erleben? Wie? Ach, Uwe. In welchem Sinn willst du was erleben? Wollen wir ein paar Tage Urlaub machen? Ja, aber das ist so eine weite Fahrt, oder nicht? Ach, 600 Kilometer ungefähr. Hand drauf, wir fahren. Ja, aber nicht, dass der Herr sagst, du machst es nicht wieder, wa? Da müssen wir aber den Mercedes vorbereiten. Nein, Uwe, mein Gott, wir fahren nicht mit Mercedes. Oh. Du kennst doch unseren Borgfahrt-Sloter. Ja, wie Papa hat der. Der hat doch die alten Borgfahrt und sehr schöne. Ja. Der wird uns einen verleihen. Günther, wir fahren nach England. Wer? Wir. Und jetzt will ich den Lothar mal anrufen. Den Borgfahrt-Lothar, der hat doch Borgfahrt, so wie Fatty hatte. Nicht schwitzen reden. Dann gibt es viele Sachen in England. Da trinkt man warmes Bier. Ach, das warmes Bier mag ich gar nicht. Nein, da geht man in so, nicht in eine Bar. Eine Bar ist ein Restaurant da. Und ein Pub. Ein Pub ist so eine Kneipe, eine kleine. Kneipe, eine Pies, und da trinkt man Guinness. Und Guinness ist ein dunkles, warmes Bier. Ein warmes Bier mag ich nicht. Vielleicht machen sie es auch für die anderen Europäer, machen sie es vielleicht auch kalt. Du weißt nicht, ob es kalt schmeckt, bro. Und das trinken sie auch viel Kotz und so weiter. Ich trinke ja keinen Alkohol. Kotz, das ist so ein Whisky-Art oder so ähnlich. Oder Pommes frites. Wie heißt das? Fritzi Potzi? Nee, Fritz mit Fritzen. Weiß ich doch nicht. Nein, wie heißt das nochmal? Frischen Frisch? Oder so ähnlich, egal. Ja. Fisch mit Pommes frites und dann so eine Soße obendrauf. Hier, Uwe, da ist einer. Da ist es schon, ja. Ja. Ach ja. Ah. Schöne Lackierung, richtig? Ja, die Farbe. Schön Metallic, original. Ne? Ja. Oh, das sieht aber krass aus. Oh, das sieht aber gut erhalten noch so echtes aus. Echtes Leder drin, ne? Echtes. Der Borgwart Isabella ist einsatzbereit. Jetzt müssen die Brüder nur noch packen. Bereits am späten Nachmittag starten die Ludolfs ihr englisches Abenteuer. Denn wenn die Brüder einmal Feuer gefangen haben, sind sie fast nicht zu bremsen. Es geht endlich los. Ist das ein Traumauto? Das ist ein Traumauto. Der hört sich wie ein Porsche an. Toll. So, Günther, komm, mach dich warm, ich werde nass hier. Mann, oh, wieder ein scheiß Wetter. Und da fahren wir in Urlaub bei so einem Wetter. Wenn wir alle nass sind, dann haben wir gerade geschlagen Schaden. Du bist ja dann im Problem gefahren. Schlagende Scheiße. Hast du dich abgeschlossen? Ja. Das ist gut. So, jetzt geht's ab nach England. Jetzt geht's los nach England. Nach England. Jetzt geht's los nach England. Wo müssen wir Richtung Frankfurt oder Köln? Frankfurt, glaube ich, wa? Weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, dass es nach England geht. Oder? Nach Richtung Belgien. Ja. Ist das nicht Richtung Kölle? Ja, das geht ja. Erst nach Belgien. Reisen wie zu Papas Zeiten. Bei strömendem Regen steuert Uwe den 50 Jahre alten Borgwart über die Autobahn. Mit 60 PS unter der Haube und vier richtigen Kerlen an Bord erreicht der Oldtimer eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Aber wenn ich überleg's, wa? Ja. Der ist so lautstark, der hört sich an wie so ein alten Küchenmixer. Da kann man sich kaum vorne und hinten verständigen. Uwe, das waren die Autos früher alle. Waren immer so laut früher. Richtig. Wie heißt der berühmteste Agent der Königin, der Queen? Da fährt er einfach rüber, fährt man vorbei. Ich hatte einen Blinker. 007? Richtig, der Günther Weiß. Oh, warum? Hast du das gesehen? Mit der oben hat einfach den Blinker, der fährt einfach rechts vorbei. Hey, da musst du noch schalten. Da musst du runterschalten, da geht mehr so nicht hoch. Das hat ganz schön zu kämpfen. Ach, nee, Peter. Mach du ein Nickerchen. Wenn wir angekommen sind, wecken wir dich. Ja. Nee, dann halt mir das Schnitzel vor die Nase. Dann wirst du automatisch wach. Hm.
Nach 3 Stunden Fahrt überqueren die Brüder die belgische Grenze. Uwe, wir sind jetzt endlich in Belgien. Ist das nicht ein schönes Land? Es ist Nacht geworden in Belgien. Die Brüder wollen heute noch die Nordseeküste erreichen und dort einen Campingplatz suchen. Die Autobahn sind richtig schön mit dem gelben Licht, wa? Das ist die ganze Autobahn in Belgien mit diesen gelben Leuchten. Aber in Deutschland haben wir ganz wenige und die sind hell und die blenden einen teilweise. Guck mal, bei so einem alten Auto wie hier vor der 57er Baujahr, so alten Auto, die Lichtauswertung ist ja nicht wie bei den neuen Autos. Das hat man eine helle Farbe. Ja. Mit Sicherheit. Also ich finde das geil. Hier in ja. Belgien sieht es wirklich schön aus, oder? Ja. Ja. Um 2 Uhr nachts erreicht die kleine Reisegruppe aus dem Westerwald endlich ihr Etappenziel. Den Küstenort Bredene. Früh am nächsten Morgen verlassen die Brüder ihr belgisches Feriendomizil in Richtung England. Auf der Fahrt in die Hafenstadt Dunkirk ist Peter etwas übellaunig. Er hat immer noch nichts Anständiges zu essen bekommen. Wusstet ihr, dass wir dafür schon in Frankreich sind? Wie, jetzt schon? Schon eine ganze Weile. Wir sind über die Grenze gefahren. Ich dachte, wir fahren mit einer Fähre und nicht mit einem Hochhaus. Das ist so viel. Das sind über mehrere Docks. Das sind die Stockwerke. Ein Schiff nennt sich das Docks. Übereinander, das sind so Stufen. Als die Brüder in die Fähre einfahren, vergisst Peter seinen knurrenden Magen. Schließlich ist es auch für ihn das erste Mal, dass er das europäische Festland verlässt. Ach ja, Jungs. Die weißen Klippen von Dover strahlen Manni, Peter, Günther und Uwe zur Begrüßung entgegen. So Jungs, dann wollen wir abmachen, wa? Jo. Super, England. Hier wird nicht mehr mit Euro gezahlt, sondern Pfund. Ach, mit Pfund. Mit da Pfund. Haben wir genug drauf. Jeder hat reiche Pfund. Ja. Links fahren. Oh ja, Uwe, das ist auch eine Ungewöhnung, ne? Weiß ich nicht, bis jetzt kann ich noch nichts sagen. Normalerweise wird zu da sitzen, wo der Peter sitzt, Uwe. In England wollte man nicht erfahren, wa? Nö, ne, da bist du. Wie, ne? Du kommst aber mit dem Linksverkehr sehr gut zurecht, Uwe. Ein Lob an dir, richtig? Boah, Linksverkehr, ich glaube, kann man sich daran gewöhnen. Bloß wenn du nachts reinkommen würdest, richtig, dann wär's ein bisschen problematisch. Ja. Und hier sind wir im Foggeston. Schöne alte Häuser. Da kommt man sich so vor wie in Liverpool. Liverpool haben wir so schöne alte Häuser. Hat die Schirmstein nämlich immer gesagt. Das ist da oben. Ja. Breit und am Meer immer aneinander. So Jungs, alle raus jetzt. Alles an. Meer raus hier. Ah, verdammt. Komm, wie schön das hier Meer ist. Wenn die hier genau rüber gucken würde, wenn wir nach Frankreich gucken, Jungs. Ist das nicht schön? Warte, warte mal ein Stück zurück. Der Wagen rollt. Ja, musst du Handbremse machen. Ich hab die angezogen. Nein, zurückschieben. Nächstes Mal tu dir die Handbremse anziehen. Die ist angezogen. Die ist nicht mehr die jüngste, die Handbremse. Bei dem muss man aufpassen. Sonst macht er Taufer. So, Jungs, jetzt pass auf. Hey, hier ist mal Fizz und Chips. Da ist ein Laden dafür. Fisch mit Pizza oder Witze. Fisch und Chip. Ach, Chip, ist mir eigentlich egal. Ah, die Engländer machen leckeres Essen. Das schmeckt sehr gut. Dirk Hart. Ach ja. Das war gut. Gut, für gestern alles? Manometer. Komm, ich fühle mich wohl. Was ist dieses Chip und Fritz oder wie der heißt? Fisch und Chip. Ach, Fisch und Fritz. Alle gut satt. Komm, wir hauen ab. Ach ja. Ah, lecker, lecker. Ah, jetzt ist rund. Jungs, irgendwie riecht was komisch. Ja. Ja, aber nach Öl. Nach Öl, oder? Aber das stinkt. Wir gucken mal nach. Nach verbrannten Öl, nach frischen Öl. Wir hatten, glaube ich, mal Ahnung. Lieber einmal mehr kontrollieren als ich glaube, da ist eine Einfahrt, Jungs. Ja? Ich bin ja mal gespannt, was mit der Kiste los ist. Was stinkt da denn das hier in den Wagen? Lass euch alle raus, Jungs. Mach doch weiter. Oh, oh. Oh yeah, yeah, der Deckel ist weg, der kommt auch hier. Wie lange ist das überhaupt weg? Und viel kann das nicht sein. Ich habe mal so von einem Unterdruck. So, oh, Uwe. Rein Öl. Es muss rein. Muss Öl rein, sehe ich gerade wieder. Es ist bis hierhin nur noch. Wir reparieren ihn. Macht ihr repariert. Komm, geht mal. Ich komm, Günther. Günther, geh mit. Soll ich auch mitkommen? Dann kann er mir nicht mehr machen. Nein, ich brauche die Hilfe. Alle weg, du Held. Komm. So sieht er im Prinzip gut aus. Uwe! Ja? Hast du noch was? Noch ein Apfel. Von der alten Plastikflasche. Ey, das ist wirklich geil. Da gibt's ja, die Plastikdeckel sind ja auch fast alle aus Plastik. Jetzt versuch mal, das drauf zu kleben. Und wie ist er, Manni? Wie nein. Es ist höchste Zeit, eine Bleibe für die Nacht zu finden. Ich brauche 4 Tweeten. Einfach in der Tür rein, Peter. Am nächsten Morgen machen sich die Ludolfs früh auf den Weg zu dem englischen Borgfahrt-Fan Nick. Der Nick, der wird sich freuen, wa? Der wird sich freuen. Der wird sich wundern.
so eine lange Anfahrt, um ein Teil zu bringen. Ist auch so ein alter Schrauber, wa? Ja, absolut alte Schrauber. Es hat so viel Power gehabt. Sind die Leute hier alle so Fanatiker nach alten Sachen? Ja. Ey, geil. Kaum wieder auf dem Weg ist der Borgward plötzlich deutlich lauter, als er sein durfte. Uwe? Oh Mann, ich muss mal gucken. Wir müssen gucken, was das ist. Ich guck mal drunter. Ich habe es. Uwe? Weil der Weg zu tief war, hat er sich an der Schelle rausgedrückt, weil er ganz neu ist. Das muss ich eine Fläche haben, wo ich stehen kann und zusammenschieben kann. Ist eine Arbeit von einer halben Stunde, weil der Wagen 20 Minuten dann stehen bleiben muss, abkühlen. Und dann muss ich das zusammenziehen, genau. Und dann kriege ich es repariert. Mach mal die Haube auf, Peter. Tja, wir müssen einen guten Ort suchen. Hilft nichts. Hier können wir anhalten. Fahr mal da ran. Ach, nee. Aus, zusammenpacken, wegfahren. Wir haben es geschafft. Reparatur gelungen, Patient tot. Patient heile. Leb ist wieder ja, also halb am Leben ist er. Oh, eine alte Lady darf auch ein paar Krankheiten haben. Die ist kerngesund sonst, die Kleine. Wenn das ein Mensch wäre, dann wäre ein Totalschaden gewesen. Da, aber ja, ein Mensch wäre dann schon 500 Jahre alt. Gibt das nicht. Sie hat sich gut bewährt, die kleine Isabella. Ich habe gerade mal die Karte geguckt. Ja. Und sitzt auf dem Weg nach Nick. Kommen wir in der Nähe von London vorbei. Fahren wir doch nach London mal durch. Besuchen wir die Queen. Meinst du, gibt uns eine Tasse Tee aus? Nee. Meint ihr, die hat aber für mich einen Kaffee. Ich trinke ja keinen Tee. Nein, die sind einfach nur Kaffee. Du kannst Tee aber geworden. Tee mit Milch trinken. Das schmeckt wie Kaffee. Nein. Kannst du auch nicht vom Kopf schlagen, wenn du die einlädt. Wa? Dann trinke ich nicht. Dann rauche ich. Da musst du fragen, darf ich Smoking? Ich darf Smoking, ich rauche einfach Smoking. Dernbach ist nicht nur 700 Kilometer weit weg. Irgendwie ist es auch viel kleiner. Oh, guck mal, diese Gebäude wie ein Schloss. Manni, Günther, Uwe und Peter stellen sich trotzdem der Herausforderung Weltstadt. Aber schön hier. Oh, oh, oh. Da habe ich was gesehen. Den habe ich aufgenommen. Telefonzellen sind so geil. Haben also doch noch viele behalten. Die wollten die alle abschaffen. Die alten Doppeldecker haben die auch abgeschafft. Sind dann die neuen alles. Aber wirklich, ja, so ist es ja. War aber das war Zeit. Ah, die alten waren schöner. Ach, nee. Guck mal hier, was das für Prachtbauten sind. Boah, da sind ja hier alles so Prolle-Gebäude, wa? Seht ihr nicht hier? Beckenham Palace. Das ist aber ein großer Kasten, ey. Da könnte ein paar Oldtimer reinstellen und durchbrechen, eine riesige Halle machen, diese komische Sprache. Da wohnt die Queen drin. Ach, die wohnt hier auch. Nicht immer, aber öfters. Ach, die hat mehrere. Klar, die mehrere. Die haben doch alle Landsitze, jeder Bundessöhne, alles. Aber so große Gebäude und so Dinge, da möchte ich aber nicht drin wohnen. Da verläuft sich in den Zimmer. Und wenn du selber putzen müsstest, brauchst du das ein ganzes Jahr immer. Was fahren die sich hier zusammen? Was machen die ja? Die fahren hier einfach kreuz und quer. Boah, ist das hier im Wilden Westen. Ja. Die Leute gehen hier einfach über die Straße, wa? Sind die wieder am Laufen, Bada? Du rennst hier über die Straße praktisch um dein Leben. Du fährst ja seitlich noch überholt vom Moped. Mein Ding ist es nicht, Peter. Meins auch nicht. Wir gehören im Westerwald hin. Wir sind eingestampfte Westerwälder. Peter, sei froh, dass du im Westerwald wohnst. Und wenn wir mal auf irgendeine Stadt wollen, dann gehen wir zu Fuß durch. Zu Fuß? Du bist doch zu faul dafür. Ach nee, Jungs. Aber jetzt bald können wir endlich das Teil für Nick abgeben. Der wird sich freuen, der wird happy sein. Der wird erstmal baff sein. Wenn wir das Ding abliefern, Peter, diesen komischen Grill da. Den Rembus. Rembus, ja, für mich ist ein Grill. Grill. Auch ich freue mich schon. Da kann aber nicht mehr weit sein, da muss irgendwo der hier abgehen, wa? So, ja, schauen wir mal gucken. Guck mal, was für ein schöner Borgward. Kombi. Oh, hello. Hallo. Hallo. Ihr seid wirklich hier. Hallo. How do you do? Mein Name ist Manny. Hallo, Manny. Mein Name ist Nick. John. John, schöner Name. John. Uwe. John Wien. Schönes Auto. Oh, das passt aber gut, gell? Das ist gut. Fantastisch. Beautiful Auto! Isabella! Isabella! Aber die haben sich gefreut, du kleine Kinder. Auch wegen dem Teil, ne? Super!